Jo, Mahlzeit. Der neue Schandfleck an der Warschauer. So, was steht heute an? Also heute ist die... Das ist der Flyer. Ja. Ja, fängt jetzt gleich an. Müssen wir aber vorher noch was zu trinken holen. Bin ja gespannt aufs Graffiti. Ja, das ist auf jeden Fall schön viel zu sehen wieder. Vor allem die Brüder hier. Ach du Scheiße. Obwohl die Ecke hier ja auch der übelste Schandfleck ist, ne? Aber so ein bisschen Graffiti wertet die ganze Situation schon wieder auf. Ja, der neue Bahnhof, der ist hier nicht. Das ist halt immer wieder krass. Ich habe ja früher hier in der Ecke gewohnt. Und ja, das war ja alles Brachland, ne? Also man konnte halt bis zum Alex durchgucken quasi. Und jetzt ist ja alles zugerotzt. Also ja, sieht auf jeden Fall jetzt mehr nach einer Metropole aus. Ja? Vorher sah ja aus Berlin immer eher aus wie so ein Flickenteppich. Aber es ist halt die Frage, ob das halt sein muss. Na gut, money rules the world, würde ich mal sagen. Frag mich halt, wo das hier sein soll, genau. Ja, dauert wohl noch 15 Minuten. Halt noch ein bisschen Zeit, mir ein paar Sachen anzukicken. Wie hier diese wunderschöne Gisela. Ja, ja, also das sind hier heute die Wände. Ja, nicht besonders groß leider. Ich weiß auch nicht, wie man sich halt auf so kleinen Wänden betteln soll. Aber gucken wir mal, was bei rauskommt, ne? Juti, dann legen wir mal los hier. Machen wir erstmal nice. Noch nie gesehen, aber schon immer in einer Stadt und schon immer bekannt gewesen. Also, Tekken kann er auf jeden Fall, Alter. Stabile Mann, Nummer, Alter. Tekken geht klar. So, naja, wenn schon mal Rapper da sind, müssen wir mal gucken, ob man den Rapper jetzt braucht. Caranova, ich habe leider gar nichts zu erzählen. Auf jeden Fall fette Grüße an euch. D-Mark ist halt ein Macher, ne? Man muss doch nicht erzählen, bin ich der Meinung. Auf jeden Fall hatten wir gerade einen netten Talk, auf jeden Fall, wir beide. War sehr angenehm. Male, dann habe ich halt echt mal wieder Zeit, anderen Leuten über die Schulter zu gucken. Ja, ich finde es halt auch immer echt sau interessant, mit was für ein Cap und mit was für Dosen. Ich male eigentlich meine ganzen Bilder immer mit dem gleichen. Ich habe null Ahnung von diesen ganzen verschiedenen Caps. Ich habe immer. Geht mir auch so. Das ist mein Lieblingscap. Damit mache ich eigentlich alles. Fill-in, Outlines, viele Sachen machen. Ja, kommt drauf an. Dijo zum Beispiel, ne? Der nimmt nur die lilanen Rüsselcaps für Outlines. Dijo, wie sagt mir gar nichts. Grüße, Digga, war ein Spaß, Alter. Der ist super, Alter. Mag den. Farbkonzept so machst du dir eigentlich auch nie, ne? Du nimmst so, wie es dann am besten passt, ne? Fängst mit deiner Farbe an und ich dann intuitiv. Ich mach einfach immer ruff irgendwie. Ja, ja, keine Ahnung, wo die Farbe gleich landet. Ja, das wär langweilig. Ja. Das ist halt auch so ein Ding, ne? Mit Skizze und Unskizze, wenn ich dann damit an die Wand gehe. Zu mir kam mal einer und meinte, D-Mark, fang doch mal an mit Skizze zu malen. Dann malst du immer das Gleiche. Ich so, Digga, ich mal immer D-Mark, Alter. Ich mal nicht immer das Gleiche. Also, wir hauen jetzt hier ab. Die anderen Writer sind auch schon abgehauen. Diese Leinwand haben wir mitgenommen. Die gehört eigentlich zu dem Graffiti-Battle. Okay, ich habe hier gerade eine Truppe aus Polen getroffen. Und wir haben hier auf jeden Fall richtig satte Dinger hingeballert. Ich bin hier gerade Kochstraße.
richtig schöne, akkurate Dinger auf jeden Fall. Und Kollege D-Mark malt auf jeden Fall die abgerippte Leinwand weiter. Ist auf jeden Fall chilliger hier, würde ich sagen. Mal gucken, was draus wird. Und richtig wildes Fillen, Alter. So viele Farben miteinander. Dann ist hier noch ein frisches Ding von Grab. Gerade fertig gemalt. Hier noch ein schöner Kassettenrekorder. Ja, der fangt auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ja, Ron. Ja, auch geil. Schön, schön, schön. Also hat sich auf jeden Fall gelohnt, hier nochmal herzukommen. Ja, jetzt auf jeden Fall mal eine Gruppe hier kennengelernt aus Polen und die anderen Jungs auf jeden Fall auch sehr angenehm. Aber sieht doch schon ganz fresh aus. Ey, Digga. Mach dir nachher auch noch UV-Effekt drauf und dann hast du sie zu Hause am Leuchten. Uhlala. Also die weißen Stellen dann jetzt. Da hat es ja schon fast Schlafzimmer-Vibes, ne? Aber ich glaube, das Bild ist für mich zu hektisch, um dabei einzuschlafen, weißt du? Da kriege ich ja immer direkt Bock. Aber schwarze Outlines wie immer bei dir, Mann. Oh, das ist ja ein Thema bei mir. Ich weiß, habe ich schon gehört. Ja, schwarze Outline. Ja, du hast so intensive Farben und das Schwarz würde halt jetzt nicht irgendwie den Kontrast da drin stören, sondern eher unterstreichen. Ja. Am Ende noch ein bisschen drüber nebeln, das mag ich auch. Ja, die super Quali der Leinwand hier, Alter. Ich hab nur von Roller geholt oder so. Locker oder Action, keine Fremdwerbung mehr. Ehre. So, jo, Mahlzeit. Ist jetzt mittlerweile am nächsten Tag. Ich wollte euch nochmal das Bild zeigen von D-Mark. Ich muss wirklich sagen, so, ich bin wirklich sehr beeindruckt von diesem Bild und auch von dem Typ. D-Mark, bist ein richtig feiner Kerl. Genauso wie deine Entourage. So, ich fand das gestern echt super geil. Ich würde sagen, wir haben das Beste aus dem Tag gemacht. Und nochmal hier zu dem Bild. Das ist ja eigentlich im Prinzip das absolute Gegenteil von dem, was ich mache. Von den Farben, ne? Also schwarze Outline, bunte Farben. Aber ich muss sagen, ja, das funktioniert halt. Ne? Weil nur pastellige Töne und eine schwarze Outline ist natürlich schwierig, ne? Weil dann das Schwarz alles andere frisst, sozusagen. Habe ich aber letztens schon erklärt gehabt. Also dadurch, dass hier jetzt so knallige Farben sind, können die halt auch wunderbar gegen das Schwarz halten. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass hier eine Farbe irgendwas dominiert, sondern es ist halt wirklich wunderbar ausgeglichen. Ne? Trotz der knalligen Farben. So was halt zu managen, muss ich echt sagen, ja, Hut ab. Also nicht schlecht. Und wie gesagt, ich kann mich nicht oft genug bedanken für diese schöne Leinwand, die nun bei mir zu Hause ist. Die wird auf jeden Fall noch einen finalen Platz finden. Aber wie gesagt, hier steht die jetzt erstmal, um sie euch zu präsentieren, damit ihr die nochmal ein bisschen Licht seht. So, aber ich habe ja hier noch was Feines. Oh, mein Rücken. Oh.
Und zwar habe ich ja mal wieder bei bestellt, weil das ja bei mir langsam schon wieder zu Neige ging. Und ich habe natürlich wie immer einen random Pick gemacht und 12 Trashdosen bestellt. Also ich bin zu 100% sicher. Ja, da kann ich jetzt schon mit euch wetten. Also einmal Klarlack wird definitiv dabei sein. Ja, vielleicht haben wir auch noch eine Chrom, weil ich glaube, das waren ja diese türkischen Dosen, diese Deko-Chrom-Geschichte. Und die war halt wirklich echt gut gewesen. Also wenn ich davon nochmal eine habe, dann hat sich das auch schon mal gelohnt. Ne, weil die kosten, glaube ich, 2,50 in diesem großen Pack. Gut, schauen wir mal. Ah ja, da jetzt auch schon los. Was ist das? Tinte Rai Colors Bright Black. Leuchtendes Schwarz. Ja, irgendwie voll der Widerspruch an sich. Aber irgendwie habe ich hier auch mehr. Ach ne, das sind Vierer Kartons. Das ist ja auch eine richtig geile Dose. Fast Paint High Pressure Deko Lack oder was. Aber wird wahrscheinlich auch schwarz sein. Boah, nee, Alter. Ne, es gibt ja einen Grund, warum ich jetzt nochmal Trashdosen bestellt habe. Und zwar bin ich ja euch noch ein Bild schuldig. Richtigen Style malen mit Trashdosen. Und weil ich bis jetzt bloß so eine Volltonfarben habe, wollte ich halt nochmal neue Trashdosen bestellen, damit ich halt nochmal ein paar Farbnuancen dazwischen habe. Weil, ey, alle nur mit knalligem Rot und knalligem Blau und knalligem Grün malen. Also halt hier solche Töne, ne? Genauso wie dann so ein Feuerwehrrot und so ein Kobaltblau. Ja, das sind so RGB-Töne, damit kannst du eher wenig was machen. Ne? Also ein paar Zwischentöne wären halt nicht schlecht. Dann habe ich hier, das ist hier auch so ein Limiter Pressure oder so. Hier kannst du halt einstellen beim Kali Cap, wie viel Farbe da durchkommt. Ja, gucken wir mal, ne? Ob das was taugt oder nicht. Jetzt habe ich ein paar Caps, die ich noch ausprobieren muss. Also das sollten wir auf jeden Fall dann auch bald angehen. Ey, nicht euer Ernst, Alter. Dreimal weiß, dreimal schwarz, dreimal weiß, eine grau. Oh, Alter, jetzt haben wir den Tag schon wieder am Arsch hier. Aber gut, was willst du erwarten, ne? Wenn du halt random Pick machst mit so einem Farben. Ja, weiß, schwarz. Also weiß kannst du immer brauchen zum Vorreißen mindestens. Was haben wir hier noch? Esmalte Protektor Parametall. Mhm. Sagt mir ja nichts. Na, ja, siehst du, ich hab's doch gewusst. Ja, natürlich, der gute alte Klarlack darf nicht fehlen. Und nochmal zwei Grau. Oh. Und nochmal Deco Color. Die fand ich ja echt richtig schön. Ist das aber transparent oder wie? Von denen hatten wir ja irgendwie schon mal ein paar gehabt. Aber farbig. Eine polnische Dose. Also jedenfalls steht Polen ganz oben. Aber ich würde mal meinen, jetzt so von der Verpackung her ist das Klarlack. So, dann haben wir ja. Und hier haben wir noch eine Grau. Ja, würde ich mal sagen, fassen wir mal kurz die guten Trashcans zusammen. So, also das ist jetzt meine Ausbeute. Drei weiß, drei grau, drei schwarz, mittleres grau und zweimal Klarlack. Ja, top. Top. Mann, wie mache ich denn das jetzt? Ich will halt unbedingt so ein 10-farbige Trashdosenbild malen, ne? Aber das, so funktioniert das leider nicht. Also muss ich wohl nochmal bestellen oder ich guck mal noch, ob ich irgendwo anders was finde, weil irgendwie bei Writer's Corner habe ich jetzt irgendwie gehört, ihr habt da auch so Trashdosen im Angebot. Mal gucken. Ja, gut, das gehen wir mal ein bisschen schneller durch. Also hier Kaimar. Ja, ne, das sind Farben, die sagen mir eigentlich zu. Loop. Dann haben wir hier Blau, Blau, Blau.
Gelb und Beige. Grün-Gelb. Boah. Türkis und Blau. Machst du auch nicht falsch. Das Roma sieht schön aus. Das Nottingham. Derby, Bistro, ja. Ja, hier, das sind ja hier genau so eine. Ich glaube, die würden den D-Mark auf jeden Fall gefallen gefahren. Aber, ey, ganz ehrlich, all colors are beautiful. Da gibt es keinen Unterschied zu machen. Das ist halt immer nur die Sache, wie stehen die Farben im Kontext zueinander. Ne? Was ist drumherum? Wie ist das halt aufgebaut? Ach, immer schwarz mit dabei, ja, keine Schaden, ne? Kann man ja immer mal gebrauchen. So. Ah ja, hier sind noch mal ein paar Roma. So ein schönes pastelliertes Gelb. Sieht gut aus. Ja, und noch mal ein bisschen viel Blau. Ja, ich glaube, ich habe jetzt ja, 6 Dosen mit dem ähnlichen Blau. Vielleicht im Background. So, jetzt muss ich mal gucken, wie viel das eigentlich jetzt gekostet hat. Kann mich daran ja nicht mehr erinnern. Das sind 186,40 gewesen. Für insgesamt 39 und 12 Trashdosen. Wieso 39? Ja, ist noch früh am Morgen. Gestern gab es so viel Alkohol. Also werden wir jetzt mal nicht voreilige Schlüsse ziehen. Ja, hier ist nochmal der ganz normale Trash hier. Das war gewesen mit der neuen Dings. Nächsten Video, ich habe schon Leinwände besorgt. 2 gute Kumpels haben von mir Geburtstag. Und da muss ich ein bisschen, möchte ich denen auch mal was Gutes tun. Und dann meinen wir halt nächstes Mal Leinwände. Alrighty, dann haut rein. Das war's mit der Dosenhäuf und dem Video von gestern. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Restwochenende. Bis dahin, haut rein.